Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems online. Hallo und willkommen, Leute. Herzlichst willkommen, doppelgemoppelt, Hellbesser bei Sex Games and Rock'n'Roll. Ich präsentiere euch nun die weitere Rutsche hier mit dem Kintero. Und ich würde mal frei behaupten, wir haben jetzt so einige Nahkampf-raketenmäßige Builds hinter uns gebracht. Und jetzt gibt es mal einfach wieder etwas Stumpfes, Plumpes, das, was viele kennen. Einige lieben es, andere hassen es. Ich spiele es gelegentlich auch wirklich sehr gerne, muss ich zugeben. Und zwar laufen wir jetzt einfach mal mit zwei PPCs und zwei Streak Short Range Missiles durch die Gegend. Die PPCs auf die Arme verteilt, jeweils eine. Zum Snipen wunderbar. Wenn der Gegner zu nah rankommt, guckt natürlich, dass er über 90 Meter bleibt, wegen der Mindestrange. Dürfte mit 81 km/h halbwegs gut möglich sein. Und ihr habt zusätzlich dann natürlich auch noch eure Streak Short Range Missiles, die euch im Nahkampf etwas supporten können. Eine tolle Munition dürfte da vollkommen reichen, denn ihr könnt diese Doppelsalve insgesamt 25 Mal raushauen, was, wie ich mal frei behaupte, eine ausreichende Menge ist. Und die PPCs machen eine Initiativhitze von knapp über 30%, kühlt aber relativ schnell wieder runter, dank Double Heatsinks und dem ganzen anderen Gedöns, was da so verbaut ist. Jetzt bin ich einfach mal weiterhin gespannt, was da so abgeht. Ihr guckt natürlich, wie immer, wie gehabt, Medium-Mac-mäßig, dass ihr beim Rudel bleibt, ihr snipet so ein bisschen aus der zweiten Reihe, guckt, dass ihr nicht ganz direkt an der Front steht, dass ihr nicht das erste Ziel seid. Denn ansonsten habt ihr sehr schnell keinen Mac mehr, den ihr steuern könnt. Das wäre dann natürlich ein bisschen traurig, behaupte ich mal. Das ist halt etwas, was nicht... Ach, warum drücke ich denn mit den Short-Range-Missiles ab? Das ist auf jeden Fall ein nicht wünschenswerter Status und den sollt ihr vermeiden. Und hier, der Stalker, der macht es ja schön vor. Er rennt an die Front und ich kann in der Zwischenzeit mal eben hier fein mit meinen PCs noch draufhalten. Auf den Stalker. Was haben wir hier denn? Da können wir mal mit den PPCs und den Short-Range-Missiles arbeiten. Jetzt Threes. Jetzt wäre tatsächlich einer der anderen Builds, die ich zuvor getestet habe, besser. So diese Nahkampf-Builds, die ich mehr hatte. Mit mehr Short-Range-Missiles und mit mehr Streak-Missiles und dem ganzen Gedöns. Ah, jetzt bin ich natürlich überhitzt, ich habe gar nicht auf die Hitze geachtet. Aber hier wäre es wirklich optimal gewesen. Mehr als nur optimal, alter Schwede, ey. Ah. Na. Na, Gurmboot. Ist der jetzt hinüber oder was? So schnell haben sie ihn erwischt. Ja, dann nehme ich jetzt ein bisschen was vom Handspeck mit. Ein bisschen draufhalten hier und da ein bisschen Damage reindrücken. Und wieder überhitzen. Wieder nicht auf die Hitze achten. Verdammte Scheiße, ey. Da muss ich aber noch ein bisschen an mir arbeiten. Ich glaube ja, ich behaupte mal frei, mit meinen Nahkampf-Builds hätte ich hier mehr Erfolg gehabt. Also da hätte ich es auf jeden Fall geschafft, dank der ganzen Short-Range-Missiles, die da verbaut waren, ein bisschen besser was rauszudrücken. Aber gut, man muss sich ja einfach nur immer wieder ein bisschen umstellen. Das ist ja so das Übliche, was ich so bemängel. Die Spieler stellen sich teilweise nicht stark genug auf das Spiel ein, wenn es sich verändert hat, sondern erwarten, dass sich das Spiel irgendwie ihren Anforderungen anpasst oder sowas. Das ist halt etwas, das wäre manchmal bestimmt wünschenswert, aber da kann man halt nicht von ausgehen. Da kann man die Entwickler auch nicht für verantwortlich machen. Sondern es ist halt so die Gegebenheit, dass das Spiel insgesamt in sich stimmig funktionieren sollte. Und man kann halt nicht jeden friedlich stimmen und auch nicht jeden glücklich machen. Alter, das ist voll die mega Schlachter und ich bleib hier die ganze Zeit so... Ich mach's genau richtig die ganze Zeit. Ich bleib hier so am Rande stehen und halte immer so hier und da einfach mal ein bisschen drauf. Aber das ist genau das, was man damit auch machen sollte. Nicht zu nah an der Front stehen, immer aufpassen, dass man nicht zu viel kassieren muss. Und immer gezielt irgendwo was wegdrücken. Dann hat man auch mal so ein Winterfield zerlegt. Oh, da ist der Stalker. So, stehen bleiben, linkes Bein. So, und dann kann man sich jetzt weiter schön austoben. Und ich hoffe, dass mein Team sich auch noch ordentlich austobt. Oh, er kommt jetzt zu nah an mich ran. Eben die Streak Show, ich muss jetzt raushauen, auf Range gehen und wieder hier die PPCs. Override Shutdown. Ja, versuchen wir es mal. Ah, nur Assist. Aber dafür habe ich auch keinen Hitze-Damage bekommen. Ja, da kann man sich doch relativ schnell dran gewöhnen zu arbeiten. Ach, scheiße. Jetzt habe ich natürlich nicht dran gedacht, auf die Hitze zu achten. Ich habe nur da vorne in den Katapult gesehen und dachte mir, da musst du doch mal drauf schießen. Nicht meine beste Idee heute. Ah, vorbei. So wie das alles läuft,
habe ich viele schlechte Ideen gehabt, so häufig, wie ich jetzt überhitzt habe. Aber ihr seht schon, wenn man da ordentlich gezielt mit abdrückt, kann man mit den PPCs wirklich schön was erwischen. Und man ist auf jeden Fall nicht wehrlos. Ah! Wunderbar. Beine wegschießen läuft mit dem Ding auf jeden Fall wunderbar. Dank der Streak Show, ich muss das überhaupt nicht auch nochmal mit ihren Teil dazu tun. Das ging mal relativ schnell. Ich bin echt überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so schnell wieder drauf einstellen kann auf PPCs. Oder generell, dass der Bild so gut läuft. Trotz der Tatsache, dass ich so oft überhitzt habe, ist es ganz nett geworden. Das waren jetzt erstmal so die ganzen Kindheit-Builds. Wenn es da noch irgendwas gibt, was euch fehlt am Bild, was ihr unbedingt sehen wollt, vielleicht ein Mischbild aus Short-Range-Missiles und Streak-Short-Range-Missiles oder sowas, lasst es mich wissen. Wenn ihr noch Long-Range-Missiles in dem Ding sehen wollt, haut es in die Comments, dann werde ich das im Laufe der Woche nochmal nachliefern. Aber das waren jetzt erstmal so die ganzen Builds, die man grundlegend eher mit dem Kintaro fahren sollte. Short-Range-Missiles en masse. Und natürlich kann man halt auch nochmal mit PPCs arbeiten, wie ich jetzt das Ganze gezeigt habe. Und damit beende ich das Ganze halt erstmal. Ich wünsche euch, sobald die Woche für euch beginnt, einen traumhaften Start in die Woche. Lasst es euch gut gehen und haut weg.